Ich werde kurz mal hier probieren, mein. Es kommt wieder am besten aus, ich sehe es schon. Das ist mein Stuhl nicht eingestellt. Ich würde erstmal anfangen, und zwar mit der Lehne, dass die nach vorne kommt. Nach vorne kommt die Lehne. Nach vorne kommt die Lehne. Jetzt kommt die Lehne nach vorne. Früher war der Warenkorb leer. Und heute ist im Warenkorb mehr. Ihr kennt das sicherlich, den ganzen Tag am Arbeitsplatz sitzen und dann fängt es auch noch an. Der Nackenschmerz, es zieht, der Kopf tut weh, es hämmert, es sticht oder auch manchmal der Rücken tut weh. Dann fängt man an, sich irgendwie zu verbiegen und ich kann euch da eine Lösung bieten. So, jetzt sind wir bei mir am Arbeitsplatz angekommen und da fängt es natürlich schon mit dem ersten Punkt an, wie sitze ich an meinem Arbeitsplatz. Ne? Dann seht ihr jetzt schon, gibt es meist zwei Varianten, wie man es nicht machen sollte. Einmal die nach hinten gelehnte, wo hier mein Becken abkippt, wo ich hier ein Hohlkreuz habe, wo ich die Arme lang ziehe, wo die Schultern lang gezogen sind, nach unten gedrückt sind. Das ist die eine Variante. Die andere, was natürlich passiert mit der Zeit, ist die klassische Schulter nach unten, Sitz nach hinten oder wenn man normal im Sitz mittig sitzt, dass die Schultern so hier nach vorne fallen, nach unten fallen, der Rücken krumm ist, so entstehen natürlich auch erstmal Schmerzen. Ne? Wie kann ich dem entgegensteuern? Als erstes gucke ich mir, was kann mein Sitz alles einstellen. Ich würde erstmal anfangen und zwar mit der Lehne, dass die nach vorne kommt, so dass man die Lehne nicht ganz im 90 Grad Winkel einstellt, aber schon so ein bisschen, dass es sehr angewinkelt ist schon. Also jetzt ist es fast schon zu sehr, kann ich sogar noch ein bisschen nach hinten machen. Das ist auch immer ein bisschen Gefühl, ne? Wie man das quasi haben möchte. Ich sage ein bisschen über 90 Grad nach hinten gerichtet. Jetzt sitze ich schon mal nicht astrein gerade da, sondern ein bisschen nach hinten gelehnt, aber mein Rücken ist erstmal gerade. Und dann natürlich von der Höhe her stelle ich mir den Sitz relativ weit nach oben ein. Probieren, im Knie immer 90 Grad Winkel zu haben, wenn ich am Boden sitze. Weil so haben wir weniger Spannung. Ihr merkt das auch, wenn die Füße näher rangehen, merkt ihr direkt, wie in der Hüfte mehr Spannung ist. Ne? Dann seht ihr, gerade hinsetzen, Füße 90 Grad. Ich kann die Lehnen auch verstellen. Die Lehnen ist immer ein wichtiger Punkt. Die Lehnen sollten so sein, dass wenn ich die hier unten habe, dass die Schultern nicht runterhängen. Ne? Wenn die Lehnen zu tief sind, fallen meine Schultern runter. Dadurch zieht es im Nackenbereich natürlich, weil es alles langgezogen wird. Ne? Also probiere ich meine Lehnen einzustellen auf Höhe vom Tisch, wenn ich meine Sitzposition habe. Und dann fallen meine, jetzt könnte ich zum Beispiel noch ein bisschen nach unten gehen, jetzt fallen meine Schultern nicht nach unten und sind angenehm in einer angenehmen Position für unsere Nacken- und Schultermuskulatur eingerichtet. Genau, das ist erstmal das Erste, was man machen kann. So, wenn wir gerade bei der Sitzposition sind, jede Stunde kann man sich ja mal daran erinnern, was mache ich jede Stunde? Ich falle natürlich automatisch nach vorne, ich konzentriere mich auf meine Arbeit, bin in Gedanken gar nicht beim Körper. Das heißt, jede Stunde einfach mal gerade hinsetzen, von der Lehne weg und einfach mal Arme von der Lehne weg, Rücken weg und dann einfach mal 5, 6, 7 Minuten so arbeiten. Also bewusst mal Brust raus, Rücken gerade, dann werdet ihr merken, es zieht auch im Rücken, die Muskulatur spannt sich an, einfach mal in die richtige Position zu kommen und den Körper daran zu erinnern, ah, hier ist die richtige Position. Ne? Und dann einfach mal arbeiten und nach 5, 6 Minuten kann man sich wieder nach hinten setzen und dann wieder entspannen und dann fühlt man sich auch schon mal ein bisschen besser, weil man sich aktiv bewegt hat. Was kommt natürlich am meisten für Schmerzen vor? Am meisten höre ich, meine Schulter zieht, mein Nacken zieht. Da ist natürlich das Problem, dass viele so arbeiten. Die Schultern ziehen sich nach unten, wir haben meist gar keinen Kontakt zur Lehne. Und dann bewege ich auch meist nur den rechten Arm, denn der linke ist meist an der Tastatur. Da bewege ich bloß den Finger und den rechten Arm bewege ich dann mit der Maus. So, dann kommt es natürlich dazu, dass die rechte belastet wird, die linke nicht. Und dann sagt der Körper irgendwann, sag mal hier, ich bewege nur rechts und nicht links. Nein, stehen natürlich auch Schmerzen. Was mache ich gegen Schulterschmerzen am besten am Arbeitsplatz? Also erstmal, wenn wir gerade sitzen, können wir auch klassische Übungen einbauen, wie die Arme mal lang machen, dass man alles lang gezogen wird. Wenn die Arme lang sind, die Hände mal nach vorne und hinten drehen, dass der ganze Schultergürtel mal in Bewegung kommt. Ne? Also ich kann euch das auch mal kurz von hinten zeigen auf dem Schultergürtel, dass der Schultergürtel mal in Bewegung kommt. Der zieht sich zusammen, Schultern bewegen sich. Das ist natürlich auch wichtig. Dann kann man natürlich auch abwechselnd mal machen, dass man sagt, okay, Koordination für den Kopf, dass ich mal ein bisschen neue Ideen sammeln kann. Lenke ich mich mal ab, rechten Arm nach hinten, linken nach vorne und dann immer abwechselnd die Hände drehen. Ne? Das kann man natürlich auch machen. So, jetzt bin ich drin. Immer abwechselnd die Hände drehen, rechts und links. Okay. Und wenn ich dann sage, okay, musst du auch keine Minuten machen, da reichen wirklich 30 Sekunden. Dann kann ich auch, wenn ich einmal stehe, mich lang ziehen nach vorne, die Schulterblätter auseinanderziehen und dann atme ich mal bewusst ein. Und dann aus. Das könnt ihr auch mit euren Kollegen zusammen machen. Das tut euch wirklich gut. Einatmen, ausatmen. Und dann merkt ihr, oh, Schultern werden schon warm. Und dann immer ein bisschen locker machen die Schultern. Ausschütteln. Und dann setzt ihr euch wieder hin. Und dann merkt ihr erstens, gerade in der kalten Jahreszeit, dass euch warm wird vom Körper her.
Und das sage ich euch, in 3 Minuten Bewegung ist euch warm, weil ihr viel Muskelgruppen bewegt. Und dann merkt ihr auch, es ist warm in den Schultern und ihr arbeitet viel entspannter, weil die Muskeln sich dann entspannen und merken, okay, ich habe mich bewegt, ist jetzt ein bisschen entspannter. Das ist natürlich auch super für eure Schultern und dann merkt ihr es direkt besser. Was kann ich im Nackenbereich machen? Viele verspüren ja so ein Ziehen, was so über die Schulter zieht, in den Kopf rein. Ne? Das sind meist, sagt man dann auch, oh, ich habe Kopfschmerzen, aber meist kommt das wirklich vom Nackenbereich. Weil unser Kopf natürlich, gerade mit 2 Bildschirmen, auf einer Achse immer sich nur nach rechts und links dreht. Ja? Aber was kann der Kopf alles? Der Kopf kann sich drehen, rechts rum, links rum. Dass man da alles mal macht, um auch den Nacken wieder zu zeigen, ey, ich bewege mich nicht nur nach rechts und links, ich kann mich auch im Kreis drehen. Natürlich nicht zu schnell, nicht, dass er schwindelig wird. Oder ich drehe mein Kinn mal nur am Brustbein entlang. Also heißt, ich fange bei der einen Schulter an, drehe mich von einer zur anderen Schulter. Und bei den Nackenübungen oder Halsübungen kann der Rücken auch entspannt bleiben. Also da muss ich nicht im geraden Winkel da sitzen. Ne? Ich kann nur mal rechts und links gehen und dann kann ich auch mal nach oben gucken. Dann kann ich direkt mal gucken, ob irgendwo ob irgendwo Spinnweben sind. Kann ich das direkt weitergeben? Okay, hier sind keine, hier sieht es gut aus. Okay, und dann kommt wieder runter und dann merkt er direkt auch das Gleiche wieder. Oh Mensch, ich habe mich bewegt und habe direkt auch gefühlt mehr Radius zum Bewegen. Wenn es jetzt der Fall sein soll, dass es wirklich mal einen Kopf zieht, gibt es eine relativ einfache Übung. Ihr setzt euch relativ weit nach vorne auf euren Stuhl, nehmt beide Arme mal runter und zieht beide Fingerspitzen einfach mal nach oben. Setzt euch gerade hin, ich zeige es mal seitlich. Setzt euch gerade hin und dann atmet ihr mal tief ein. Zieht dabei die Schultern hoch zu den Ohren und dann beim Ausatmen drücken wir mit den Handflächen zum Boden nach unten. Rücken bleibt gerade, Fingerspitzen hochziehen. Und dann merkt ihr ein Ziehen über die Arme bis hoch in die Schulter, in den Nackenbereich. Ne? Ruhig mit der Atmung auch machen, das hilft euch auch am Arbeitsplatz, wenn es mal gerade stressig war. Atmung ist da ein wichtiger Punkt. Okay. Und wenn es jetzt mal richtig extrem sein sollte, dann ruhig auch mal eine Seite halten unten. Ich lasse jetzt mal den linken Arm unten, nehme meinen rechten Arm mal über den Kopf. Der Arm ist nach unten gedrückt und ich ziehe den Kopf jetzt bitte ganz leicht nach rechts. Die Schulter drücke ich nach unten und jetzt merke ich es bis in die Fingerspitzen ziehen und im Nackenbereich. Ja? Zeige es nochmal seitlich. Und dann wirklich mal atmen. Und dann den Kopf auch mal ruhig nach vorne drücken leicht. Bitte nicht den Kopf auf der Schulter ablegen. Ja? Also ganz leicht den Kopf bewegen mit ganz leichten Spannungen. Ihr merkt von alleine, das Ziehen kommt relativ fix. Und dann kann ich mal locker werden und dann einfach mal ausschütteln. Genau, das ist zum Beispiel Schulter-Nackenbereich. Natürlich gibt es noch viel mehr, aber das ist das Einfachste, was ihr machen könnt. Ne? So, jetzt geht natürlich auch das Problem los, dass viele Schmerzen haben im Rücken. Ne? Also ich kann das kurz noch mal zeigen, wenn ich es relativ flott hinkriege, dass viele so nach hinten gelehnt ihren Stuhl haben und dann quasi vorne sitzen, aber sich nach hinten lehnen. So, jetzt passiert Folgendes, dass man, zeig das mal stehen. Passiert Folgendes, dass man natürlich hier im Rücken so quasi nach, ich mache es jetzt mal extrem, hier die Spannung entsteht, dass die Hüfte ja quasi nach vorn gedrückt wird, weil mein Po hinten sitzt und mein Rücken oben dran ist. Da ist ja Luft und ich drücke mich quasi nach vorne, ne? Da entsteht quasi die Spannung. So, was entsteht bei Spannung? Hier drückt sich die Wirbelsäule, ist ja alles auf Wirbel aufgebaut und die staucht sich natürlich zusammen. Das heißt, in dem Moment, wo ich dann sage, oh, ich könnte eigentlich wieder nach vorne gehen, merke ich dann erstmal so ein Ziehen, wo ich sage, oh, jetzt zieht es aber, weil jetzt quasi die Muskeln sich wieder entspannen und dadurch habe ich so einen Schmerz, wo ich sage, oh, nee, hier wirst du doch entspannter. Ja? Was kann ich dagegen machen? Relativ simpel, wir bauen die Übung einfach mal aufeinander. Ich kann erstmal ganz simpel meine Hände vorne auf den Tisch ablegen, mich gerade hinsetzen und dann wieder ein bisschen nach vorne rutschen, mittig vom Stuhl sitzen, dass ich halt Beinfreiheit habe. Und dann kann ich hier am Arbeitsplatz erstmal Folgendes machen. Ich atme ein. Und zücke die Brust raus. Und dann atme ich aus. Und zücke die Brust nach hinten, bis ich den oberen Rücken quasi am Stuhl merke. Atme ein. Und aus. So dass ich die Wirbelsäule mal komplett bewege, auseinanderziehe und bewege. So, dann kann man das dann auch ausbauen, indem man sagt, okay, ich habe meine Hände, die nehme ich wieder mit. Öffne die Hände, Handflächen werden offen, Brustkorb nach vorne. Und wieder ausatmen, Hände zusammen. Das sind auch so Übungen, die könnt ihr am Arbeitsplatz einfach ganz kurz machen, ein paar Sekunden, wird auch keiner gucken. Und wenn jemand guckt, sagt er, ich habe jetzt aber keine Rückenschmerzen mehr. Genau, immer so aufdrehen, nach vorne und wieder zusammen. Super Übung. Und wenn ihr sagt, es zieht immer noch ein bisschen, ich möchte noch ein bisschen intensiver, könnt ihr auch wieder aufstehen.
die Hände rechts und links auf die Oberschenkel tun. Und dann kennt ihr die Position, wenn man kaputt ist oder so, dann stützt man sich ja hier ab und dann fühlt man sich entspannt. Ne? Das kann man jetzt perfekt mit Atmung verbinden, indem man einatmet, einen Katzenbuckel macht, also die Wirbelsäule rausschiebt und beim Ausatmen effektiv mit dem Blick auch nach vorne guckt und quasi hinten das, den unteren Rückenpartie quasi durchdrückt und einatmen. Kann man auch zu Hause machen, wenn man Feierabend hat. Einatmen. Genau. Und dann kann man in der Position nochmal, wenn man einen geraden Rücken hat, die Hände auch mal locker lassen und dann die Schulter mal so rechts und links hoch und runter ziehen. So ganz leichte Bewegungen, mit denen die Wirbelsäule Bewegung kommt. Und dann wieder gerade aufrecht hinstellen. Und dann kennt ihr das Schulterkreisen immer in ganzen Bewegungen. Ich würde euch auch mal empfehlen, die in halben Bewegungen zu machen. Also wirklich mal effektiv darauf achten. Ich atme ein, Kopf gerade. Und beim Ausatmen lasse ich die Schulter erstmal runterfallen. Und jetzt bewege ich die im Halbkreis vor. Zurück. Vor. Zurück. Dann mache ich das Ganze oben. Weil dann habe ich die Nackenspanne auch direkt die ganze Zeit da. Vor, zurück. Und die Hände kann ich natürlich auch mitnehmen. Ne? Warum nehme ich die Hände mit? Weil folgendermaßen, ich zeige das mal kurz, wenn ich die Hände quasi Schulter nach vorne nehme und nach hinten, habe ich ja quasi immer die Schulterspannung dabei. Und wenn ich jetzt quasi Hände noch aufdrehe, kriege ich immer noch ein paar Zentimeter weiter. Ich kann immer noch ein paar Zentimeter rausholen. Okay, kann ich wieder ausschütteln. So, ich habe euch jetzt natürlich sehr viel Input gegeben, sehr viel Übungen gezeigt. Wie ihr das natürlich auslegt, wie ihr das macht, ist total eure Sache. Also bei manchen hilft es schon nach 3 Sekunden, manche machen es 3 Sekunden, manche machen ein paar Übungen nacheinander. Also es gibt viele kleine Dinge. Ich freue mich auch auf euer Feedback in den Kommentaren, ja, was euch besonders geholfen hat. Und ich antworte darauf auch gerne. Und demnächst wird natürlich auch was zum Beispiel für die Fingergymnastik kommen. Fußgymnastik, warum schläft mein Bein beim Arbeiten ein? Wieso tun meine Finger nach einer Stunde weh, wenn ich immer die gleichen Tasten drücke oder mit der Maus? Wieso wird der Unterarm schwer? Also es gibt sehr viele Möglichkeiten, die auf euch zukommen. Aber erstmal hoffe ich, ich konnte euch mit dem Video weiterhelfen und ihr könnt schmerzfreier arbeiten, sage ich mal so. Und dann wünsche ich euch noch eine schöne Woche.